Hi-di-ho, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zu DLC Quest, dem Abenteuer rund um DLCs. Yay! Ja, DLCs sind ja auch Abenteuer, mehr oder weniger. Manche funktionieren gut, manche nicht und manche sind einfach nur Humbug. Ihr habt schon gehört, ich bin natürlich nicht allein, sondern die Rübka ist mit dabei. Hallo! Und das war ein ganz schlechter Billigreim, der nicht mal richtig sich gereimt hat. Ja, meine Lachmuskeln haben sich etwas entspannt. Es geht heute weiter. Wir machen weiter Humbug, beziehungsweise Rübka macht Humbug. Ich habe ihr das Gamepad wieder in die Hand gedrückt. Es war letztes Mal so witzig, dass sie es gespielt hat. DLC-Quest da oben haben wir an und für sich durchgespielt. Aber natürlich waren wir schon beim letzten Mal sicher, dass da irgendwie noch weitergehen muss. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Ich weiß aber tatsächlich, dass die Story eigentlich noch weitergehen muss. Das heißt, Echt? Das muss man irgendwie freispielen. Das dann mit einem DLC. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber bevor wir das herausfinden, würde ich sagen, weil wir Live Freemium or Die angefangen haben, gehen wir auch da erstmal durch, bevor wir dann... Wir switchen dann so ein bisschen zwischen den Modi immer hin und her. Gut, dann drück ich da jetzt drauf. Genau. Wir hatten auch ein bisschen... Continue Game. Wir hatten ein bisschen Angst, dass der Ton beim letzten Mal von mir verhunzt worden wäre. Mein Schwert ist weg. Müssen wir das jetzt komplett nochmal durchspielen? Das kann doch nicht sein. Hatte ich nicht ein Schwert gehabt? Nee, hier hattest du, glaube ich, noch kein Schwert. Aber es hat sich nicht gemerkt, wo du warst. Du musst wieder bis zur Stelle spielen, wo du warst. Ich hatte so ein bisschen Schiss. Ich hätte den Ton vermasselt beim letzten Aber, Mal. Aber M? Was aber M? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ja, einfach dem Weg folgen, weiter nach links. Sicher? Ja, wohin sonst? Ja, siehst du? Was sehe ich? Dass du wieder Humbug treibst? Ja, das sehe ich, das stimmt. Die haben wir schon beim letzten Mal uns alle angeguckt. Du musst wieder bis zu dem Bürgermeister unten, der dir die Aufgabe gegeben Aber hat. Aber Geld liegt ja hier nicht mehr rum. Ja, eben. Nein, wir fallen nicht drauf rein, liebes Spiel. Was war das denn jetzt? Das war dieser Ladebalken, so fake von wegen, das Spiel muss erst geladen werden und so. Und da sind wir beim letzten Mal schon drauf reingefallen. Ja, wie gesagt, also wir dachten erst, der Ton wäre ein bisschen verhunzt. Weil nach der Aufnahme habe ich etwas in den Einstellungen gesehen und gedacht, verdammt, ich hätte den Ton vermosselt. Nein. Ist das der? Nein, weiter hoch, weißt du? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du alles schon wieder vergessen hast. Es fängt schon wieder an. Oh Gott. Hier. Nein, das ist immer noch. Der hat ja auch gesagt, ich bin so der. Alt, ich bin nicht der Bürgermeister. Ja, genau. Aber du brauchst immer noch nicht zu schreien. So, ja, das haben wir alle schon beim letzten Mal geredet. Bla bla bla. Ja, das macht viel Sinn. Kannst du mir sagen, was hier losgeht? Ja, nein, sage ich dir nicht. Du musst erst was für mich tun. Dann erst rede ich mit dir. Wieso nicht? Ja, genau. Und immer noch nicht schreien. Böse Rübka. Böse. Schreit viel zu laut vor eure armen Ohren da. What? Du machst das Let's Play kaputt. Dein Dorf ist in Gefahr. So, Wieso verspielt Ja, darüber hatten dich? Wir... Das haben wir alle schon gehabt. Einfach weiter. So. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Das ist ein bisschen... Wahrscheinlich müssen wir das auch als DLC freispielen. Speicherpunkt oder so ein Unfug. Wo muss ich jetzt lang? Wahrscheinlich unten lang. Well. Aber nicht abstürzen. Der Händler. Können wir irgendwas bei dem kaufen? Der Nickelback. Bum-bum-scha. Aber hatten wir nicht mehr Geld? Nein, wir haben ja schon Sachen gekauft, meine ich. Da siehst du Checkpoint Pack. Habe ich es nicht gesagt? Da. Ja, das nehmen wir mal. So, warte. Sterben kann eine echt schmerzhafte Erfahrung sein. Checkpoint heutzutage, bla bla bla. Ja, gut. Was? Don't let Backtracking add insult to injury. Das kapiere ich nicht so ganz. Also lass nicht Backtracking beleidigen zu den Verletzungen sein. Hä? Was? Keine Ahnung. Also wir können es uns auf jeden Fall leisten. So, dann Day One Patch. Bessere Ladezeiten mit einigen Optimierungen. Wir dachten nicht, dass das so wichtig sei, dass wir den Start des Spiels deswegen verzögern lassen wollten. Und welch ein Glück, dass du eine Internetverbindung hast.
so dass wir jetzt ja den Day One Patch geben können. Also, there are no refunds for this item. Das bedeutet zwar was anderes, aber nicht so wild. Soll ich das nehmen, ja? Ja, dann haben wir nicht mehr diese Ladezeiten. Und wir haben Partikel eingeführt. Toll. Nee, wir haben Partikel erst rausgenommen, aber Partikel machen alles besser. Toll. Kauf deshalb dieses Pack, damit du ganz viele Partikel kriegst. Toll. Yay, Partikel. So, dann geh mal links zu dem Checkpoint, der da war. Links. Da ist das. Ich wollte dich wieder mal testen. Ja, laber. So, Checkpoint. Yay. Das heißt, wahrscheinlich fangen wir jetzt immer da an. Wieso versuchst du da durchzukommen? Weiß ich nicht. Ja, furchtbar. Der Ton war aber doch ganz okay, zum Glück. Und deshalb konnten wir problemlos die Aufnahme euch im vollen Pack rausgeben und nicht befürchten, dass mal wieder im Let's Play Together missstartet. Das Erste, was richtig klappt. Ja, das ist so der Satz in einem Horrorfilm, den man nicht sagen darf, weil jetzt geht alles schief, weil du es gesagt hast. Entschuldigung, aber Entschuldigung, dass ich dir vorher in den Weg gestanden bin, aber ich mache auch nur meinen Job. Edguardo, oh. So, da sind da die Pflänzchen, ja. Das heißt, warum du dann zur Pflanze gehst, wenn du weißt, dass du nicht durchkommst? Weil ich es wollte. Ja, Ausreden. So, Incredible Important Pack. Was? Ja, toll, und jetzt? Ja, wahrscheinlich müssen wir zum DLC-Verkäufer. Und uns das Incredible Important Pack kaufen. Der macht haufenweise Kohle mit uns. Der kann sich demnächst wahrscheinlich so ein goldenes Haus leisten. Das unglaublich wichtige in diesem Pack, was, kann nicht mal erwähnt werden, ohne dass ihr es vorher kauft. Toll. Ist klar. Ja gut, dann kaufen wir es halt. Und dann können wir jetzt... Toll, ich glaube, da musst du gegenspringen, oder? Nee. Gut, dann gehen wir mal zu dem Bürgermeister. Oh, das Geld. Ja, da kommst du immer noch nicht hoch. Also du kommst da nicht hoch, ich würde da hochkommen. Gar nicht. Beim letzten Mal habe ich auch den alles entscheidenden Sprung geschafft, den du dauernd vergeigt hast. Falls du dich erinnerst. Nee. Ach, ja, natürlich, warum frage ich noch? Ah ja, viel besser. Nun kann ich dich über die unglaubliche Gefahr warnen. Was zum Henker? Toll. Warte. Was soll dieses ganze Important Package Sache überhaupt? Ups, da bin ich gegen das Mikro geschossen, sorry. Ja. Wegen dem farbigen Text natürlich. Wie könnte ich etwas so Wichtiges ohne den farbigen Text beschreiben? Ach, oh Gott. Das unglaublich. Punkt. Das Incredible Important Pack war einfach nur für farbige Texte. Toll. Ja. Get on with it. Aha. Da ist eine unglaublich gefährliche Kreatur, die im Osten des Dorfes lebt. Sie hat viele unserer Bürger entführt. Was erklärt, warum wir so unglaublich wenige sind. Was? Ich weiß nicht, wie sie die Klippen im Osten überbrückt. Also Scales heißt, glaube ich, oder würde ich jetzt mit überbrücken übersetzen. Du musst einen Weg finden. Aha. Nimm dieses Schwert. Es wird dir erlauben, die Lianen, die deinen Weg in die Höhlen blockieren, unter dem Dorf zu zerschneiden. Ich hoffe, du kannst ein wenig Hinweise da unten finden. Jeder kriegt es. Ja. Wir haben ein Achievement, jeder kriegt das und haben ein Schwert wieder. Da hast du dein Schwert, was du wolltest. Und lass mal gucken, welche Lianen Eintagsfliegen sozusagen sind, also wo wir nicht groß vorankommen. Na, halt. Da waren doch auch welche. Ja, aber da geht's, glaube ich, weiter. Guck mal, das sind die Höhlen. Wir wollen nach rechts. Da waren nämlich einzelne Lianen, die nicht weitergegangen sind. Die nur uns kurz den Weg versperrt haben. In der kommst du nicht hoch. Okay, vielleicht sind das doch die Höhlen.
Nee, halt. Aber warte, da oben. Da oben sind aber noch. Ja, genau. Was sagt das Schild? Was sagt das Schild? Was? Jump against the wall. Ja, aber du bist ja weiter. Da. Spring gegen die Wand, dann spring wieder. Es sei denn, du hast natürlich. Oder wenn du das DLC natürlich dafür hast. So, siehst du, jetzt musst du wieder ein DLC kaufen und dann können wir auch nach links kurz gehen. Immer dieses Kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Furchtbar. So, Walljump. Ja, toll, wir haben nicht genug Geld. Nee, dann wahrscheinlich müssen wir nach links. Da werden wir wahrscheinlich erstmal Geld kriegen für das Walljump-Ding. Walljump. Das Walljump-Ding. Jab. Oh, das war knapp. Warum springst du gegen die Decke? So, da kommen wir nicht hoch. Da brauchst du wieder das DLC. Und ich glaube, da solltest du nicht runter, sonst kommst du nicht wieder hoch. Lass doch erstmal. Oh ja. Ja, lass erstmal nach rechts gehen. Da müssen wir doch erstmal in die Höhle rein. Oh, Walljump. Das wird ein Spaß, wenn du Walljump machst. Ja. Voll der Jump-Style. Bum, bum, tschau, war der schlecht. Und ich dachte immer, ich bin der für die schlechten Witze. Ja, Vorsicht, ja. Cave Zone. Sehr schön. Da komme ich aber nicht hoch. Toll. Und jetzt? Uns fehlen 2 Münzen. Das ist jetzt nicht euer Ernst, Leute. Da musst du vielleicht doch in den linken Bereich. Warte, es kann doch nicht sein, dass du da nicht hochkommst. Hier ist nichts. Kannst du mir nicht sagen, dass du es nicht... Wo? Hier! Was redest du? Wo soll ich nicht hoch? Da, wo du gerade eben, wo du gesagt hast, weil da warst du schon. Hier. Hallo? Sag mal, was hast du für ein Kurzzeitgedächtnis? Was möchtest du jetzt von mir? Du bist, wenn du jetzt hier hochspringst und da links gehst, habe ich gesagt, da brauchst du nicht hoch. Weil da warst du oben schon, da hast du das unglaublich important. Und dann fragst du, wo nicht hoch? Dann sage ich ja dort und du sagst, wo, hier? Ja, was willst du jetzt von mir? Dass du aufmerksamer bist. Oh Gott, Leute, mit wem muss ich hier spielen? Warum lasse ich die überhaupt spielen? Wieso kann ich da nicht runter? Warum kriegst du schon wieder... Jetzt geh doch mal nach links in die Höhle, du musst Geld sammeln. Du brauchst nicht mit dem komischen Pappenheinis reden, du brauchst Geld. Money, money, money. Was schon ABBA gesungen hat. Money, money, hier runter jetzt, du bist dir sicher. Keine Ahnung, versuch doch da hochzuspringen. Vielleicht wärst du auch da hochgekommen. Schneid doch mal. Wozu hast du ein Schwert, wenn du es nicht benutzt? Kannst du da rüberspringen? Schaffst du das? Whee! Ja. Aber bitte nicht schreien. Ah. Ich habe es geschafft, so wie du es gesagt meine hast. Ohren. Genau, spring in die Stachis rein. Bin ich doch gar nicht. Ja, aber fast. Da unten kannst du nach links. Ja. Okay. Weiter. Da waren wir. Was ist hier links? Das ist... Ja, Vorsicht mit den Stacheln. Das sieht irgendwie aus wie eine Falle. Egal, mach mal. So. Aber was sind das für komische kleine Dinger hier? Okay. Keine Ahnung. Ich dachte auch erst, es wäre ein Hebel. Warum gehst du jetzt nicht erstmal nach links? Weil ich glaube, hier rechts ist der Ausgang gleich. Und da links ist noch ein Weg. Und ein Checkpoint, siehst du? Was war das für ein Sprung? Das passt. Wie viele Leben habe ich? Keine Ahnung, wahrscheinlich unendlich. Aber erstens, schrei nicht wie blöd und zweitens, nicht so panisch. Das habe ich dir schon beim letzten Mal gesagt. Du spielst viel zu panisch und hektisch. Was machst du da? Guck mal, warte. Yay! Ja, weil du gedrückt hast. Ich habe gar nichts gedrückt. Du bist schuld. Jetzt gib doch mal kurz. Ich will. Nein! Ich zeig dir mal, wie der Meister das macht. Ja. Fast hätte ich es geschafft. Ja. Du springst viel zu... Guck mal, du kannst... Du musst nicht... Okay, du springst automatisch gegen. Bitte. Ja, jetzt darüber noch bitte. Nee, das musst du schon selber jetzt schaffen. Ich hab dir nur gesagt, ich mach die Stacheln. Der Meister spielt. Warum du jetzt diesen riskanten Sprung gemacht hast, statt von dem etwas niedrigeren Feld auszuspringen, verstehe ich nicht. So, jetzt musst du wieder zurück. Nö, du kannst dich auch einfach umbringen. Da schaffst du nämlich auch problemlos. Total.
Falscher Weg. Oh Gott. Du spielst viel zu hektisch. Du rennst zu sehr. Du musst. Oh Gott!